Domradio. Sonntagslicht. Hier ist das Sonntagslicht. Ich bin Olli Kelch. Schön, dass ihr dabei seid. Vor allen Dingen seid ihr jetzt dabei bei einem historischen Moment. Olli outet sich nämlich. Ich bin nämlich Numismatiker. Ein was? Ja, ein Numismatiker. Für die, die diesen Begriff nicht kennen, das ist ein Münzsammler, also nichts Schlimmes. Ich sammle tatsächlich seit gut 10 Jahren Münzen. Genauer gesagt 2-Euro-Münzen. Wenn ihr die mal genauer betrachtet, dann werdet ihr auf der Rückseite immer wieder andere Motive entdecken. Ich habe schon mehr als 200 dieser 2-Euro-Münzen zu Hause mit Motiven der Euro-Länder, mit verschiedenen Kirchen und Kathedralen, mit Motiven zu Olympia, Europameisterschaft, Fußball, bekannten Persönlichkeiten, mit Erfindern oder einfach nur irgendwelche Gegenstände. Ja, und vor wenigen Jahren ist mir sogar eine 50-Cent-Münze mit einem Motiv von Papst Franziskus in die Hände gefallen. Warum erzähle ich das Ganze? Münzsammler, die können sich in diesem Jahr eine richtige Überraschung gönnen. Denn das Finanzministerium hat bekannt gegeben, es gibt eine Sammlermünze mit einem Adventskranzmotiv. Das ist eine Silbermünze, hat einen Wert von 25 Euro und zeigt den Adventskranz als Motiv. Teil einer Serie ist diese Münze, und zwar eine Serie, die sich dem Weihnachtsfest als eines der wichtigsten Feste der Christenheit widmet. Das sagt das Finanzministerium. Ja, und siehe da, dann habe ich mal überlegt, solch eine Gedenkmünze, die habe ich tatsächlich auch noch. Vor 2 oder 3 Jahren kam so eine Münze raus mit einer Krippendarstellung. Jesus und natürlich Maria und Josef. Und oben drüber noch der Stern von Bethlehem. Also von daher, guckt doch mal in eure Kisten nach, ob ihr vielleicht auch irgendwelche besonderen Münzen findet. Und eine Nachricht an meine Familie? Die Münze mit dem Adventskranz, die fehlt mir noch. Es gibt Menschen, die gehen gerne auf große Konzerte mit ganz, ganz vielen Zuschauern, lauter Musik, tobenden Bühnenstars. Ich zähle mich da auch zu. Ich habe begeistert die Pet Shop Boys in der Kölner Arena verfolgt. Ich war beim Hans Zimmer Konzert. Jetzt im Februar werde ich mir Jan Böhmermann anschauen. Also von daher, ich habe da gar keine Sorge mit. Aber bei Kindern, die hochsensibel sind, da sehen die Bedürfnisse ein bisschen anders aus. Für die sind solche Konzerte eine absolute Reizüberflutung. Die Schweizer Sängerin Jael, die hat sich auf solche Kinder spezialisiert und hat an einem Nachmittag eine musikalische Lesung für genau diese Kinder und deren Eltern organisiert. Wir wollten erstmal von Jael wissen, wie unterscheidet sich so eine Lesung von einem klassischen Konzert? Wir bemühen uns, dass es eben nicht allzu wuselig ist. Das sind leichte, ganz feine Lieder. Ich lese auch aus dem Buch vor. Ich interagiere direkt mit den Kindern und bemühe mich, ihnen immer wieder Unterstützung zu geben, zurück in die Ruhe zu finden. Achten auch darauf, dass es nicht zu laut ist und dass das eben nicht irgendwie eine Lichtshow hat, die jetzt vielleicht überreizen könnte, sondern dass das eher so in einem ganz so Wohlfühl-Atmosphäre stattfinden darf. Also auf so eine Idee muss man ja auch erstmal kommen, sowas zu organisieren und auch den Sinn dafür haben, dass es Menschen gibt, die damit an für sich gar nicht klarkommen mit solchen großen Konzerten. Die musikalische Lesung, die trägt den Titel Sensibelchen. Dahinter stecken aneinandergereihte Anekdoten aus dem Alltag eines hochsensiblen Kindes. Und das erklärt sie nun. Wolle, das Sockenknäuel drückt im Schuh oder die Gefühle ganz, ganz groß und so übermächtig werden. Für mich ist es einfach wichtig, dass diese Kinder merken, aha, ich bin ganz okay, so wie ich bin. Das ist jetzt vielleicht anders als andere Kinder erleben, aber ich bin nicht jetzt irgendwie deswegen falsch, sondern ich bin ganz genau richtig, wie ich bin. Und dass vielleicht auch die Eltern in dem Moment etwas mit an die Hand kriegen, ein bisschen besser zu verstehen, warum eben ihr Sensibelchen vielleicht zu Hause so tickt. Ja, ist eine verdammt schöne Idee, auf die Sängerin Jael gekommen ist. Sie ist selber neurosensibel und hat auch ein Schreibaby bekommen, das auch neurosensitiv ist. Von daher lag es dann auch sehr, sehr nah, dass sie sich um genau diese Zielgruppe kümmert und dementsprechend solche Lesungen anbietet. Das komplette Interview gibt es natürlich zum Nachlesen auf domradio.de. Ich war sehr überrascht, als ich am Freitagmorgen aufstand und alles war weiß. 5 Zentimeter Schneedecke, ich musste das Auto erstmal befreien und das für jemanden, der im Ruhrgebiet wohnt. Das ist schon recht selten. Der Süden, der hat diese Woche auch schon wieder über Schnee geklagt, bis zu 30 Zentimeter Schnee gefallen, jetzt am Wochenende, aber zack, 20 Grad wärmer. Die Nächte im November sind aber in der Regel immer ziemlich kalt. Wie gut, dass wir da zu Hause den Kamin oder auch die Heizung anmachen können, aber was ist mit den Menschen, die das nicht haben, die auf der Straße leben? In vielen Städten gibt es glücklicherweise die sogenannten Kältebusse, die Obdach- und Wohnungslosen Menschen
helfen. Aber wie arbeitet dieser Kältebus eigentlich genau? Barbara Breuer, die ist von der Berliner Stadtmission und die hat es uns erklärt. Was die Kältebusse machen, ist nachts durch die Straßen von Berlin fahren und auf Anrufe von Passantinnen und Passanten reagieren, dass sie irgendwo jemanden gesehen haben, der obdachlos ist, dem es nicht gut geht und mit der Frage verbunden, ob diese Person dann in eine Notunterkunft gebracht werden kann. Das heißt, wir haben ein Callcenter, dort werden die Anrufe, kommen die an, werden verteilt, die Busse fahren dann zu den entsprechenden Menschen an die Orte und fragen dann, wollen sie vielleicht mitfahren? Jetzt gibt es aber tatsächlich den Fall, dass die obdachlosen oder auch die wohnungslosen Menschen das gar nicht wollen. In solchen Fällen versorgen dann die Kältebusfahrerinnen und Fahrer zumindest mit Schlafsäcken. Sie bieten heiße Suppen an oder einen Kaffee oder Tee. Ja, und die schauen am nächsten Abend, ob die Person wieder Hilfe benötigt. Wenn Bürgerinnen und Bürger melden, dass es Menschen nicht gut geht, ist das auch sehr hilfreich für den Kältebus. Aber die betroffenen Menschen, die müssen vorher gefragt werden, ob sie Hilfe brauchen und wollen. Das ist wichtig, sagt Barbara Breuer. Wir haben oft Anrufe von Passantinnen und Passanten, die sagen, ja, ich habe da hinten auf der Parkbank was liegen sehen, das ist wahrscheinlich ein Mensch, fahr doch da mal hin. Das können wir nicht machen, denn wenn der Bus einmal quer durch die Stadt fährt, irgendwo hinfährt auf Verdacht und derjenige will gar nicht irgendwo hin, will gar nicht angesprochen werden, dann ist das natürlich vertane Zeit und in dieser Zeit erfriert auf der anderen Ecke der Stadt oder an der anderen Ecke jemand anderes. Also auf jeden Fall müssen die Leute sich dann auch mal ein Herz fassen und die Leute ansprechen und sagen, ich mache mir Sorgen um Sie, es ist doch heute Nacht so kalt, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Darf ich für Sie den Kältebus anrufen? Also ganz wichtig, die Leute müssen vorher gefragt werden, müssen zustimmen, aber generell bietet sich ja an, wachsam sein und immer wieder Hilfe anbieten, wenn man eine Person sieht, die offensichtlich Hilfe braucht. Wenn es keinen Kältebus bei euch in der Stadt gibt, gibt es auf jeden Fall die Feuerwehr und die Rettungsdienste und die sollten dann auch informiert werden. Die Weihnachtsmarktsaison ist ja im vollen Gange. In Köln ist er schon seit Montag auf. In Münster eröffnet er zum Beispiel am morgigen Montag. Und mit den Weihnachtsmärkten steigt auch die Saison der Geschenke. Nun gibt es aber auch Familien und Kinder, die sich nicht unbedingt um Geschenke kümmern können, weil einfach die finanziellen Mittel nicht da sind. Und dazu gibt es zum Beispiel in Recklinghausen wieder die sogenannte Hütte der guten Taten. Dort kann man nämlich hingehen und einen Gutschein erwerben. Im Wert von 5 oder 10 Euro oder aber auch einen Wunschwert eintragen. Und auf diesem Gutschein steht dann, wen man unterstützt und was man diesem Kind geben kann. Oder man kann auch freiwillig eintragen, ich spendiere 10 Euro für ein Etui. Und diese Gutscheine werden dann über den Sozialdienst katholischer Frauen und dem Stadtkomitee der Katholiken weitergeleitet an eben diese Kinder. Eine tolle Aktion, eine tolle Idee, die es mittlerweile seit über 20 Jahren gibt. Und auch weiterhin geben wird, denn die Not ist in jeder Stadt groß. Wir haben ja heute den Christkönigssonntag. Ab kommende Woche geht es dann rein in die Adventswoche. Nächsten Sonntag schon der erste Advent. Und der ein oder andere möchte vielleicht nochmal Christkind, Nikolaus und Co. einen Brief schicken, mit der Hoffnung, dann noch ein Geschenk zu bekommen. Also von daher, wir haben natürlich auch an alle gedacht, die die Adressen brauchen. Auf domradio.de, da findet ihr nämlich alle Adressen an den Weihnachtsmann, das Christkind, den Nikolaus und so weiter und so fort. Es gibt ja diverse Orte in Deutschland, wo offensichtlich Christkind, Nikolaus und Weihnachtsmann zu Hause sind. Himmelsfort, Hildesheim, Nikolausdorf, Engelskirchen, Himmelstadt, St. Nikolaus. Ja, wir haben sie alle auf domradio.de zusammengesammelt und aufgeführt. Viel Spaß beim Briefe und Postkarten schreiben. Zum ersten Mal in der katholischen Mülheims-Theaterpreisgeschichte ist eben dieser katholische Mülheims-Theaterpreis an eine nicht-binäre Person verliehen worden, also an eine Person, die sich keinem der gängigen Geschlechter zugehörig fühlt. Sascha Mariana Salzmann, die erhielt die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung am Montag im Kunstmuseum Columba des Erzbistums Köln. Salzmann wurde für Verdienste als Theaterautorin, Essayist und Dramaturgin ausgezeichnet, so das Erzbistum. Das Preisgeld von 25.000 Euro speist sich aus einer vom Erzbistum verwalteten Erbschaft des Schauspielers Ludwig Mülheims. Die Jury begründete die Wahl damit, dass Salzmann seit über 10 Jahren international beachtete Theaterstücke und Romane schreibe. In den Stücken und Prosatexten, so heißt es, entwirft Salzmann große historische Bögen und verknüpft Zeitgeschichte mit individuellem und persönlichem, mal tragischem, mal schmerzhaft komischen Geschichten. Dort werde zudem von gesellschaftspolitischen Umbrüchen und Zeitenwenden
erzählt. Salzmann selber wurde 1985 in Wolgograd geboren, arbeitete unter anderem am Maxim-Gorki-Theater in Berlin und war an der Gründung des neuen Instituts für dramatisches Schreiben beteiligt. Ja, wir vom Domradio gratulieren recht herzlich. Mehr als 100 Trauerblutbuchen sind rund um den 18. November, dem Europäischen Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch, in zahlreichen Vereinen und Einrichtungen im Bistum Münster als Symbol der Erinnerung gepflanzt worden. Auch in Recklinghausen, und zwar direkt in der Innenstadt vor der Propsteikirche St. Peter. Mit der Pflanzaktion greift das Bistum einen Vorschlag von Betroffenen aus der Arbeitsgruppe Erinnerungskultur auf. Mit den Bäumen wollen Vereine und Einrichtungen an den sexuellen Missbrauch erinnern, den Priester und andere Vertreter der katholischen Kirche begangen haben. Auch an die Vertuschung durch kirchliche Verantwortungsträger soll mit dieser Aktion erinnert werden. Der Recklinghäuser Kreisdechant Karl Kemper, der ist dankbar für diese Aktion. Die Pflanzung sei ein wichtiges Zeichen. Eine Trauerblutbuche zum Gedenken an Missbrauch und seine Vertuschung in der katholischen Kirche zu pflanzen, war für uns als Gemeinde, das heißt für Pfarreirat, Kirchenvorstand und Seelsorgeteam, eine sehr klare, durchaus auch eine schwere Entscheidung, weil das Thema eines der großen Schuldkapitel unserer Kirche in der jüngsten Vergangenheit behaftet ist und weil das Thema selber bei uns, wie aber auch in der Gesellschaft, mit einer tiefen Scham behaftet ist. Die nun gepflanzte Trauerblutbuche ist ein sichtbares Zeichen. Man sieht sie direkt auf dem Kirchplatz in der Altstadt und nicht versteckt in einem Hinterhof, sodass man sie suchen müsste. Wenn wir ihn also vor die Propstei gepflanzt haben, dann eben dauerhaft als ein Zeichen auch für uns der Verpflichtung und der Ermutigung, dieses Thema nicht weiter zu tabuisieren, zu Lasten von schutzbefohlenen Kindern, Jugendlichen, von Menschen, die missbraucht und die misshandelt werden. Die Wahl auf die Baumart Trauerblutbuche, die ist vom Bistum Münster bewusst gewählt worden. Und dieser Baum übrigens, der nun gepflanzt wurde und mit ihm viele, viele andere im gesamten Bistum, diese Bäume sollen Hoffnung spenden. Dieser Baum ist ein sehr lebendiges Symbol. Er wächst, er breitet seine Zweige aus, er wirkt neben seiner Traurigkeit durch hängende Äste durchaus auch beschützend. Und das wird Aufgabe sein in Kirche, in Gesellschaft. Das ist das, was wir uns durch eine sehr intensive Präventionsarbeit in der Kirche und in den Gemeinden auf die Fahnen geschrieben haben. Das ist eine wichtige Aktion, die im Bistum Münster besprochen und dann auch beschlossen wurde und letztendlich ausgeführt wurde. Es gibt sicherlich auch die eine oder andere Pfarrei, die sich gegen diesen Schritt entschieden haben, aber viele Gemeinden, viele Pfarreien, viele Kitas und andere Einrichtungen haben mitgemacht. Die Inspiration. Im Rahmen meiner Ausbildung zum Diakon, die ja auch voranschreitet, 2 Jahre habe ich noch vor mir mit der Ausbildung. Auf jeden Fall, im Rahmen meiner Ausbildung zum Diakon bin ich auch gehalten, zur Ruhe zu kommen. Das fällt mir nicht immer leicht. Und ich habe überlegt, wie kann ich das denn schaffen? Zu Hause keine Chance. Entweder klingelt das Telefon oder aber der Hund bellt oder aber es klingelt an der Tür. Und ich habe für mich ein Konzept entwickelt und das kommt durchaus in die Nähe dessen, was Pater Mauritius Wilde uns auch im Morgengebet mit auf den Weg gegeben hat. Nämlich, geh doch mal in die Kirche und wenn es nur für 2 Minuten ist. Es ist ganz einfach, an irgendeiner Stelle des Tages sich mal zurückziehen. Wenn ich durch die Stadt gehe, kurz in die Kirche reinhuschen, mich 2 Minuten hinsetzen in Stille, das reicht. Wenn ich zu Hause bin, irgendwann mal ich alleine bin auf meinem Zimmer oder in der Wohnung, mich mal hinsetzen, vielleicht das Kreuz anschauen oder eine Ikone. 2 Minuten, das reicht. Das mit dem Zuhause ist nicht ganz so einfach. Ich habe es einige Male probiert, aber das mit der Kirche kann ich einfach nur weitergeben und weiterempfehlen. Nächste Woche ist meine liebe Kollegin Michelle wieder hier für euch im Studio beim Sonntagslicht, wieder mit ganz, ganz vielen guten Nachrichten. Macht's gut. Tschüss.